Willkommen zum Tag der offenen Tür am Max-Planck-Institut für Physik. Ich freue mich sehr, dass ich schon so früh am Morgen ich Sie so zahlreich begrüßen darf. Ich bin Johannes Rothe. Ich mache hier am Institut meine Doktorarbeit, bin jetzt im dritten Jahr. Und ja, mein Thema heute ist die dunkle Materie. Das ist das Gebiet, an dem ich arbeite und so ein bisschen die Hintergründe dazu. Ich möchte anfangen mit was, das ist eigentlich ganz was anderes. Und zwar mein Lieblingsbild aus der Astronomie dieses Jahr. Und bestimmt auch eins der Highlights der letzten 10 Jahre. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben. Das erste Foto von einem schwarzen Loch. Und ich habe mich so ein bisschen, kann mich damit identifizieren, weil das ist ein Bild von etwas, wo auch die Experten bis vor kurzem gedacht haben, da werden wir nie ein Foto davon machen können. Und mit der dunklen Materie ist es so ähnlich und auch ein bisschen anders. Leider kann ich Ihnen versprechen, es wird kein Foto geben von der dunklen Materie. Denn schwarze Löcher sind schwarz, aber dunkle Materie ist nicht dunkel, sondern unsichtbar. Aber trotzdem kann ich Ihnen jede Menge davon erzählen und sowas Ähnliches wie ein Foto davon kann ich Ihnen auch zeigen. Ein besseres Bild, wenn man sich was vorstellen möchte unter der dunklen Materie, ist das Bild von einem Eisberg oder von dem verborgenen Teil eines Eisbergs. Denn so wie bei einem Eisberg das meiste unter der Oberfläche liegt und nicht sichtbar ist, so ist auch die meiste Materie im Universum dunkel oder eigentlich eher unsichtbar. Aber trotzdem, so wie beim Eisberg, die dunkle Materie bestimmt, wie der sichtbare Teil aussieht. Und ja, dazu möchte ich Ihnen mehr erzählen in der nächsten Zeit. Ich würde gerne 4 Fragen beantworten, die man von der dunklen Materie vielleicht hat. Warum brauchen wir dunkle Materie? Wir werden sehen, es hat was zu tun mit einem kleinen Mädchen, was vom Karussell, was Karussell fährt, sehr schnell. Was ist die dunkle Materie? Wir tappen nicht ganz im Dunkeln. Es gibt einige Eigenschaften, die wir sehr genau kennen. Wie kann man die dunkle Materie messen? Wir kommen da fast zu sowas Ähnlichem wie dem Billardspiel. Und wo kann man die dunkle Materie messen? Da lasse ich Sie Ihre eigenen Schlüsse treffen. Wir kommen dann später dazu. Aber zunächst einmal, warum? Warum glauben wir, dass es diese dunkle Materie gibt? Und da möchte ich anfangen mit ein bisschen astronomischem Hintergrundwissen. Unser Platz im Universum. Wir befinden uns hier in einer ziemlich durchschnittlichen Galaxie, der Milchstraße. Sie ist sehr klein. Und wir sind ziemlich weit am Rand. Also da ist ungefähr der Platz von der Sonne. Also wir sind sehr weit entfernt vom galaktischen Zentrum. Und um die Sonne kreisen viele Planeten. Genau wie viele sind sich die Forscher nicht einig. Aber der dritte, der ist ganz besonders spannend. Da haben wir nämlich unser Physikinstitut und da ist heute unser Tag der offenen Tür. Natürlich schaut die Milchstraße, wenn wir sie betrachten, nicht so aus, denn wir sind ja mittendrin. Das heißt, wenn man sehr viel Glück hat in einer guten Nacht, da sieht man die Milchstraße vielleicht so. An einem schönen Sternenhimmel. Und ja, Sie können sehen, hier ist ein kleiner Mensch, der in den Himmel guckt und sich fragt, was da draußen so alles ist. Und die Geschichte wollen wir jetzt ein bisschen nachvollziehen, wie die Astronomen drauf gekommen sind, dass das meiste von dem, was da draußen ist, unsichtbar ist. Die Geschichte geht fast 100 Jahre zurück. Ah ja, zuerst noch ein paar Hintergrundbegriffe. Wir werden ganz oft, um zu erklären, wie wir die dunkle Materie denn sehen, müssen wir Geschwindigkeiten messen. Und da gibt es eine Lieblingsmethode, einen bestimmten Effekt, wie die Physiker oder die Astronomen am liebsten Geschwindigkeiten messen. Vielleicht kann es jemand erraten. Ich habe hier ein Bild von einem fahrenden Zug, einer Blechblaskapelle, da sieht man die Tuba, und einer Dame mit einem Mikrofon. Vielleicht können Sie es erraten. Es geht um den Doppler-Effekt. Und zwar 2 verschiedene Ausprägungen davon. Was Sie bestimmt aus dem Alltag kennen, wenn ein Auto schnell an Ihnen vorbeifährt, ist der Doppler-Effekt für Schallwellen. Die Schallwellen von einer bewegten Quelle, die werden komprimiert oder gestreckt. Das heißt, es verändert sich die Tonhöhe. Was Sie vielleicht aus dem Alltag eher nicht kennen, ist, dass das Gleiche mit Licht genauso funktioniert. Also auch Lichtwellen werden komprimiert und gestaucht, ungefähr 1 Million Mal schwächer, weil Licht so viel schneller ist. Und das verändert dann bei Licht die Farbe. Das ist nämlich das, was der Frequenz entspricht vom Licht. Genau, aber astronomische Objekte bewegen sich meistens sehr schnell. Das heißt, das ist ein sehr nützlicher Effekt und dieser Effekt steckt hinter den meisten Beobachtungen, über die wir jetzt sprechen werden. Also ganz am Anfang der Geschichte der dunklen Materie steht ein Schweizer Astronom, Fritz Zwicky. Der hat in Kalifornien gearbeitet und dort mit dem damals größten Teleskop der Welt hat er einen Galaxienhaufen untersucht
Und das war wirklich ganz am Anfang der Geschichte. Also man wusste gerade erst, was Galaxien sind und wie das Ganze funktioniert. Und er hat angefangen, die Geschwindigkeiten von diesen Galaxien zu vermessen, eben indem er ganz genau die Farbe der Spektrallinien betrachtet hat. Und er ist darauf gekommen, dass diese Galaxien sich sehr schnell bewegen, sich sehr schnell von uns weg oder auf uns zu bewegen. Und zwar so schnell, dass die ganze Masse, die er sehen konnte in den Galaxien, nicht ausreicht, um diesen Galaxienhaufen zusammenzuhalten. Das heißt, eigentlich müsste der auseinanderfliegen, der Galaxienhaufen. Aber das Universum ist schon in fortgeschrittenem Alter und der Galaxienhaufen ist immer noch da. Das heißt, es muss irgendwas anderes geben, was den zusammenhält. Und so hat Fritz Zwicky zum ersten Mal den Begriff der dunklen Materie eingeführt. Das heißt, bei ihm müssen wir uns beschweren, denn eigentlich, also er meinte damit nicht leuchtende Materie. Und die dunkle Materie ist eben durchsichtig, unsichtbar, nicht wirklich dunkel. Genau, aber damals war die Astronomie noch so in den ersten Schritten. Das heißt, viele andere Astronomen haben gesagt, naja, so bis auf einen Faktor 10 kommt es ja hin. Und man hat das nicht wirklich als großes Problem wahrgenommen damals, sondern er war eben der erste Pionier, der zum ersten Mal so eine Beobachtung gemacht hat. Dass dann die ganze Astronomie angefangen hat, daran zu glauben, das kam erst später. Das war so in den 1960er Jahren. Da wurden die Spektrographen viel besser und man konnte viel genauere Messungen machen von solchen Geschwindigkeiten. Und man hat das dann auf ein anderes System übertragen. Man sieht hier eine einzelne Galaxie. Man kann jetzt von innen nach außen sich die Farbe der Sterne angucken und daraus die Geschwindigkeit der Eigendrehung von dieser Galaxie untersuchen. Und die Pioniere da waren Vera Rubin und Kent Ford. Die hatten wiederum den besten Spektrographen ihrer Zeit. Und sie haben bei vielen Galaxien durchweg eine ganz überraschende Beobachtung gemacht. Und zwar, wenn man Newtons Gesetze annimmt, dann müsste, so wie im Sonnensystem auch, die Geschwindigkeit der Sterne nach außen irgendwann abnehmen, weil immer noch die gleiche Masse von innen daran zieht. Was man stattdessen sieht, ist, dass die Geschwindigkeiten immer weiter steigen, wenn man nach außen geht, oder zumindest ungefähr flach sind. Nicht nur bei einer Galaxie, sondern bei allen, die man untersucht hat, bei mehreren Dutzend zu dieser Zeit. Und da sind dann langsam alle Astronomen spitzfindig geworden und haben angefangen, das mit der dunklen Materie sehr ernst zu nehmen. Und etwas später, im Jahr 2004, ist den Astronomen ein ganz besonderer Coup gelungen. Das ist jetzt das, was einem Foto von dunkler Materie am nächsten kommt. Es geht um den Bullet Cluster. Das sind eigentlich zwei Galaxienhaufen, die durcheinander durchgeflogen sind, vor gar nicht allzu langer Zeit, kosmisch gesehen. Und hier haben wir eigentlich drei Bilder überlagert. Man sieht so ein bisschen, manche Sachen sind gelb, manche Sachen sind rosa und blau. Das, was gelb aussieht, das ist ein Foto von Hubble, von sichtbarem Licht. Da sieht man die ganzen Galaxien. Und genau, man kann jetzt genau zählen und schauen, wo ist in die Mitte von diesen zwei Galaxienhaufen. Und dann kommt man hier bei diesen zwei Punkten raus. Da sind die meisten Galaxien. Hier rechts ein kleiner Haufen, der sich nach rechts bewegt. Hier links der größere Haufen, der sich nach links bewegt. Und die Galaxien machen aber nur 10% von der Materie aus, von der sichtbaren Materie. Das meiste ist Gas zwischen den Galaxien, zwischen den Sternen. Und dieses Gas sieht man im Röntgenbereich, weil es sehr heiß ist. Und ja, sieht man hier sehr gut auf dem Bild, was hier rot eingefärbt ist. Also 90% von der sichtbaren Materie ist in diesem Gas. Und hier sieht man eine besondere Form, das ist eine Schockwelle, die entsteht, weil das eine Gas vom anderen Galaxienhaufen aufgeheizt und gebremst worden ist. Und man sieht schon, das Gas ist jetzt woanders wie die Galaxien, weil die Galaxien fliegen alle aneinander vorbei, während das Gas hat Reibung und das wird abgebremst. Deswegen liegt das Gas jetzt ein bisschen zurück. Und darin liegt auch die Chance, in dieser einzigartigen Situation jetzt hier die dunkle Materie zu beobachten. Und zwar nutzt man dazu etwas aus, das heißt Gravitationslinseneffekt. Man schaut also Punkt für Punkt die Verzerrung von dem Bild an und kann daraus berechnen, wo die Masse liegt. Und das ist dieses blaue Bild. Das heißt, ich habe es Ihnen schon vorher verraten, die Masse liegt da, wo die Galaxien sind. Also nicht da, wo die meiste Materie ist, sondern da, wo, naja, die reibungsfreie Materie ist. Also man kann hieran ablesen, dass die meiste Masse keine Reibung hat, sondern einfach durcheinander durchgeflogen ist, so wie die Galaxien auch und nicht wie das Gas. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die meiste Masse in diesem Galaxienhaufen auch wieder unsichtbar ist. Das ist eben, kann man eben erklären durch die dunkle Materie. Genau, jetzt habe ich aufgelistet, warum wir glauben, dass es das gibt. Jetzt wäre die nächste Frage, was könnte es denn sein?
Und da mache ich jetzt zum ersten Mal den Bogen zwischen der Astronomie und der Teilchenphysik. Das ist in meinem Gebiet was sehr Schönes. Das Institut hier macht ja hauptsächlich Teilchenphysik und auch mein Experiment ist eher wie ein Teilchenphysik-Experiment. Und wir wollen damit Astronomie erklären. Wie funktioniert das? Wir können jetzt suchen, ob die dunkle Materie eins von unseren bekannten Elementarteilchen sein könnte. Da habe ich hier drüben meine Liste vom Standardmodell der Teilchenphysik, verschiedene Sorten Teilchen. Schauen wir mal, ob was passt. Wir wissen schon, die dunkle Materie ist unsichtbar, das heißt, sie trägt keine elektrische Ladung. Jetzt können wir schon eine Menge von den Elementarteilchen streichen. Das Photon streichen wir auch, weil das ist ja selber Licht, das ist also nicht dunkle Materie. Dann wissen wir, die dunkle Materie ist immer noch da. Wir können jetzt die Rotation von den Galaxien anschauen, 13 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Das heißt, alle Teilchen, die nur ganz kurzlebig sind, die können auch nicht die dunkle Materie erklären. Damit haben wir auch das Higgs-Boson gestrichen. Das ist ein sehr spannendes Teilchen, aber für dunkle Materie taugt es leider nicht. Und jetzt ist nur noch eine Sorte Teilchen übrig geblieben aus dem Standardmodell und das sind die Neutrinos. Die sind sehr spannend. Wir wissen, dass Neutrinos Masse haben. Sie wechselwirken sehr schwach. Das würde im Prinzip gut passen. Aber leider sind die Neutrinos nicht schwer genug. Da werden Sie später noch einen Vortrag hören von Katrin. Neutrinos sind extrem leicht. Es ist richtig schwierig zu messen, wie leicht sie sind. Und für dunkle Materie taugen sie auch nicht. Dann bleibt nur noch übrig, dass wir wissen, dass dunkle Materie aus Teilchen bestehen könnte. Das ist mehr eine Vermutung. Und wir hoffen, dass er eine schwache Wechselwirkung trägt, so ähnlich wie die Neutrinos. Das heißt, jetzt haben wir alle Teilchen, die wir schon kennen, ausgeschlossen. Also wenn dunkle Materie ein Teilchen ist, dann ist es ein neues Teilchen und deswegen auch besonders spannend für Teilchenphysiker, nicht nur für Astronomen. Und die Physiker haben sich einen Namen ausgedacht. Sie nennen das ein Weakly Interacting Massive Particle, also schwach wechselwirkendes, schweres Teilchen. Das sind so die einzigen Anhaltspunkte, die wir haben. Und dann heißt das Teilchen WIMP. Genau, ich habe hier einen Cartoon gezeichnet. Das ist so ein Geisterteilchen, kann durch Wände gehen, aber sehr schwer. Genau, jetzt, das war die Zusammenfassung von allem, was wir bisher wissen. Wie können wir es denn jetzt finden? Wir waren sogar schon mal in der Zeitung vor ganz schön langer Zeit inzwischen. Da stand im Spiegel, die Münchner WIMP-Jäger liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das klingt ja sehr, sehr spannend. Wie schaut das aus? Kann man sich das ungefähr so vorstellen? Nein, natürlich nicht. Eher so. Das ist ein Foto von unserem Experiment, dem CREST-Experiment. Wir sind ungefähr 40 Physiker an verschiedenen Instituten in Italien, Österreich, in Deutschland und in England. Und ja, der Hauptbeitrag wird hier in München erarbeitet. Und da komme ich später noch genauer drauf, um zu zeigen, dass wir wirklich Global Player sind. Wir haben es auch schon mal ins Fernsehen geschafft. Und im Hintergrund hier von der Big Bang Theory ist eins von unseren experimentellen Ergebnissen aufgelistet. Sind wir sehr stolz. Genau, aber jetzt, was machen wir? Was versuchen wir mit der dunklen Materie hier auf der Erde? Wir haben ja vorher schon gesehen, dass die Galaxien sich alle zu schnell drehen. Das heißt, man nimmt an, dass auch die Milchstraße eingebettet ist in ein Halo aus dunkler Materie. Das heißt, hier überall um uns herum ist dunkle Materie, die bewirkt, dass sich auch die Milchstraße zu schnell dreht. Jetzt kann ich eine ganz brennende Frage beantworten. Wir wissen die Dichte von dunkler Materie hier, wo die Erde um das Zentrum der Milchstraße kreist. Also kann man fragen, wie viel dunkler Materie ist dann in einer Maß Bier drin? Wir wissen nicht, ob es nur wenige sehr große Teilchen sind oder sehr viele sehr kleine, aber wir kennen die Gesamtmasse. Und in einem Maß passt ungefähr so viel rein, so viel Masse wie zwei Goldatome. Und das ist eine gute Vorstellung, sich das zu behalten, weil man kann sich vorstellen, im Vergleich zu der Materie, die hier sonst auf der Erde ist, sind zwei Atome mehr fast nichts. Das heißt, es ist recht schwierig, das zu finden, aber in den Tiefen des Weltalls macht diese Masse den entscheidenden Unterschied, der eben bestimmt, wie schnell sich Galaxienhaufen bilden und wie schnell sich die Galaxien drehen am Schluss. Aber es ist relativ wenig. So, wir haben einen Vorteil in der Suche. Der Vorteil ist, dass sich die Erde bewegt durch dieses dunkle Materie-Halo mit ungefähr 200 Kilometer pro Sekunde. Das heißt umgekehrt, wenn wir hier auf der Erde stehen, ist es so, als ob wir einen Wind spüren, der immer aus der gleichen Richtung kommt, aus dem Sternbild Schwan, mit ungefähr 200 Kilometer pro Sekunde zwischen diese dunkle Materie-Teilchen an uns vorbei. So, und jetzt können wir versuchen, sie zu fangen. Was wir tatsächlich als Technik benutzen, als Technologie, das sind Kristalle. Und zwar haben wir dann einen Haufen Atomkerne im Kristallgitter. Und wir hoffen, dass ab und zu mal eins von diesen dunklen Materieteilchen abprallt.
und dann in eine andere Richtung davon huscht. Davon würden wir Energie- und Impulsübertrag mitbekommen in unserem Kristallgitter. Und wenn ein einziger Atomkern in einem Kristall auf einmal einen Schubs bekommt, dann bedeutet das am Ende, so wie beim Billardspiel, Schallwellen. Also die anderen Atome fangen dann an zu schwingen und der Kristall ja, fängt im Ganzen an zu schwingen. Und nach einer Weile formt sich das dann um zu einer Temperaturerhöhung um, naja, so ein Millionstel Grad. Also nach solchen Ereignissen suchen wir. Und ja, die Herausforderungen dabei sind offensichtlich, also es sind sehr, sehr kleine Energien, nach denen wir da suchen. Und es sind sehr seltene Ereignisse. Also ich habe hier geschrieben, wenige Ereignisse pro Jahr, aber das ist mehr so das, was wir beobachten könnten. Wie viele es denn sind, weiß noch keiner. So schaut es dann praktisch gesehen hier an unserem Institut aus. Wir bauen solche Detektormodule, die passen so in einer Hand. Die bestehen aus vielen einzelnen Teilen, aber wir wollen uns mal auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche sind unsere zwei Detektoren in einem Detektormodul. Der Lichtdetektor, das ist eine Platte, auf den kommen wir nochmal später. Und der Targetkristall, der spielt die Hauptrolle, der ist aus Calciumwolframat. Und es ist tatsächlich ein Münchner dunkle Materie-Detektor. Unser Calcium-Wolframat wird an der TU in Garching gezüchtet von unseren Kollegen. Die haben da einen Ofen und sie haben die chemischen Grundstoffe, aus denen der Kristall zusammengesetzt wird, hochrein, wird aufwendig gesäubert und dann zu einem Kristall gezogen und dann wieder auseinandergeschnitten, damit wir ihn in unsere Module einbauen können. Außer den Kristallen brauchen wir noch einen sehr empfindlichen Thermometer. Man kann es hier schon sehen. Das Thermometer wird hier am Institut hergestellt. Da haben wir im Keller die Anlagen dafür, die dünne Metallschichten erzeugen können. Und das Herzstück hier, das kleine schwarze Rechteck, ist eine Wolframschicht. Das Besondere an Wolfram ist, dass es supraleitend wird bei sehr, sehr tiefer Temperatur. Das heißt, es verliert schlagartig seinen Widerstand. Hier so eine Kurve, die ich vor ein paar Wochen gemessen habe. Man sieht hier auf der Temperaturachse 15 Millikelvin und auf einmal springt der Widerstand von ungefähr 0,3 Ohm auf praktisch 0. Und dieser Übergang ist sehr steil und das ist der Trick an unserer Technologie. Wenn man hier eine sehr kleine Temperaturänderung hat, dann ändert sich der Widerstand ziemlich stark. Es ist immer noch sehr aufwendig, das zu messen, aber das ist der Clou an unseren ganz empfindlichen Thermometern. Der Vorteil ist, man kann richtig kleine Temperaturunterschiede messen. Der Nachteil ist, es funktioniert nur bei 0,01 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und das bestimmt natürlich den technischen Aufwand, den wir treiben müssen, um so ein Experiment laufen zu lassen. Aber die Dinger sind richtig empfindlich. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel aufgezeigt hier von einem Teilchenereignis. Das hat eine Energie von 100 Elektronenvolt. Das sagt uns jetzt wahrscheinlich nicht viel. Ich meine, wenn wir es vergleichen mit den 14 Tera-Elektronenvolt, die demnächst am LHC erzeugt werden, dann ist es sehr, sehr wenig. Ich habe versucht, noch ein bisschen alltäglichere Analogie zu finden. Zum Beispiel, wenn man eine Stecknadel fallen lässt auf den Kristall, die macht ja dann Schallwellen, die würde dieser Energie entsprechen, wenn man sie aus einer Höhe von 20 Femtometern fallen lässt. Das ist also der Durchmesser von einem Atomkern oder etwas mehr. Das ist noch keine sehr gute Analogie. Das habe ich noch etwas Kleineres ausgerechnet. Wenn man ein einzelnes Bakterium nimmt, ab einer Fallhöhe von 3 Millimetern könnte unser Kristall das hören. Das heißt, es sind sehr empfindliche Instrumente und das ist gleichzeitig auch die Herausforderung. Wenn wir nochmal zurückschauen zu unseren Herausforderungen, wir haben Kristalle, wir haben Thermometer, wir haben jede Menge Geduld. Ein zusätzliches Problem ist, dass die Natur die ganze Zeit solche Stecknadeln auf uns wirft und wir müssen sehr gut aufpassen, dass wir unseren Kristall gut abschirmen von all den Einflüssen, die uns gar nicht so sehr interessieren. Der erste Punkt hier wäre kosmische Strahlung. Was hier ein bisschen aussieht wie bei Independence Day, das ist tatsächlich nicht so gruselig, das passiert ständig um uns rum und wir merken gar nichts davon. Es sind hochenergetische Teilchen aus den Tiefen des Weltalls, die auf die Atmosphäre prallen und dort Teilchenschauer auslösen. Da werden Sie später noch einen Vortrag hören von den Cherenkov-Teleskopen, die beobachten das.
Für uns ist es eher sehr störend, und was an der Oberfläche der Erde ankommt, sind hauptsächlich Myonen. Das ist ein langlebiges geladenes Teilchen, wie ein Elektron, nur viel schwerer. Und davon gibt es ungefähr 100 pro Quadratmeter und pro Sekunde. Das heißt, durch meine Handfläche geht jede Sekunde eins von diesen Teilchen. Wir merken nichts davon, aber unser Detektor, der würde das merken. Und wir suchen was, was viel seltener passiert. Das heißt, hier an der Oberfläche haben wir keine Chance. Ein zweites Problem, das überall um uns herum existiert und normal nicht weiter stört, ist natürliche Radioaktivität. Also ich rede hier nicht von gefährlichen Mengen von Radioaktivität, sondern es geht um die Radioaktivität aus der Luft oder aus dem Gestein. Stahl, zum Beispiel Menschen sind auch radioaktiv und zum Beispiel auch Bananen. Eine Banane enthält ungefähr ein halbes Gramm Kalium und da gibt es ein Isotop Kalium-40, das macht Gammastrahlen, ungefähr 15 pro Sekunde. Das macht für den Menschen nichts aus, aber jeder von diesen Gammastrahlen hat so viel Energie wie 10.000 von diesen Stecknadeln. Das heißt, für unseren Detektor ist es unmöglich, gut zu funktionieren in einer normalen Umgebung. Das heißt, wir müssen an einen besonderen Ort. Und ich habe es vorher schon angedeutet, wir arbeiten in Bella Italia. Nicht, weil es da das beste Essen gibt und die schönsten Strände, sondern weil es da das größte Untergrundlabor der Welt gibt. Das ist in Gran Sasso, das ist in den Abruzzen, ungefähr 1-2 Autostunden von Rom entfernt in den Bergen. Und dort sieht es ungefähr so aus. Da ist der höchste Berg Italiens außerhalb der Alpen, der Corno Grande, fast 3000 Meter. Und darunter die Autobahn, die dort zwei Städte verbindet, L'Aquila und Teramo. Und als sie die Autobahn gebaut haben damals, haben sie an uns Physiker gedacht und noch ein paar Abzweigungen gegraben in den Berg. Und dort können wir jetzt Experimente aufstellen. Inzwischen kann man das sogar bei Google Maps angucken und bei Google Street View. Man muss nur das Männlein mitten im Berg in diese seltsame Struktur fallen lassen. Dann kann man in den Laborhallen herumlaufen und sich das anschauen. Und hier in dieser Hütte befindet sich der Aufbau von CREST in Italien. Da wollen wir mal ein bisschen reinschauen. Ich habe hier einen Querschnitt. Das Ganze ist ein dreistöckiges Gebäude und ein großer Teil von unserem Aufbau wird eingenommen von dem Kryostat. Ein Kryostat ist eine Maschine, die Dinge sehr kalt machen kann. Sie können auch im Kältelabor im Garten ein paar davon anschauen. Wir fangen an mit flüssigem Stickstoff bei 77 Grad über absoluten Null, also schon minus 200 Grad Celsius. Flüssiges Helium bringt uns bis 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt und dann fängt unsere Maschinerie erst richtig an zu arbeiten. Wir benutzen einen Entmischungskryostat, der benutzt Helium-3 und Helium-4 und der schafft es, uns runterzukühlen auf weniger als 100 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Dann im Herzstück unseres Aufbaus, da befinden sich unsere Detektoren. Da haben wir einen gut abgeschirmten, sehr sauberen Kupferbehälter und in den können wir unsere Detektoren einbauen. Aber der ganze Rest, da kommen wir jetzt zurück zu den Gegnern, die wir vorher uns überlegt haben. Die kosmische Strahlung, da sind wir schon fein raus. Der Berg ist sehr effektiv, die kosmische Strahlung abzuschirmen. Da kommt von den Myonen nur noch eins in einer Million durch. Das heißt, wir haben dann noch ein Myon pro Stunde und pro Quadratmeter. Das heißt, wir müssen immer noch aufpassen, dass wir nichts verwechseln, aber unser Detektor kann zumindest schon sehr gut laufen. Und der zweite Gegner, die Radioaktivität, die natürliche, da müssen wir uns noch viel Mühe geben. Und zwar haben wir hier eine Abschirmung aus sehr sauberen Materialien. Und zwar kommt da zuerst Plastik, 10 Tonnen, und dann 24 Tonnen Blei. Blei schirmt sehr gut ab, aber Blei selber ist auch ein bisschen radioaktiv. Das heißt, wir brauchen noch eine Kupferabschirmung, die nicht so gut abschirmt wie Blei, aber sie ist viel sauberer. Das heißt, sie schützt uns vor der Radioaktivität in unserer eigenen Abschirmung. Und Sie können sehen, der Kollege, der hier alles fein justiert und schön ausrichtet, der trägt auch einen Schutzanzug. Es geht nicht darum, dass er sich schützen muss vom Experiment, sondern umgekehrt, wir müssen das Experiment schützen vor den Menschen. Genau, also da müssen wir sehr gut aufpassen. Und so arbeiten wir an dem Problem der natürlichen Radioaktivität, die uns immer umgibt. Ein weiterer Trick, den wir uns einfallen lassen haben, da kommt der Lichtdetektor ins Spiel. Wir beobachten für jedes Teilchen, was wir sehen, zwei Signale. Einmal die Wärme im Targetkristall und einmal ein Lichtsignal in einem zweiten Detektor. Und natürliche Radioaktivität hinterlässt immer zwei Signale. Wir bekommen ein Wärme- und ein Lichtsignal, während die dunkle Materie nur ein Wärmesignal erzeugen würde und viel weniger Licht. Das heißt, wir können für jedes Ereignis, das wir sehen, aussortieren, ob das jetzt interessant war oder nicht.
so funktioniert im Groben unser Experiment. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Und ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nein. Natürlich haben sich die Physiker, auch wenn niemand eine Beobachtung gemacht hat, eine clevere Methode einfallen lassen, wie man genau vergleichen kann, wer denn jetzt genauer gemessen hat und wer besser ist darin, nichts zu sehen. Und es gibt dann einen Plot, der schaut ungefähr so aus. Wir haben hier zwei Achsen. Das eine Mal tragen wir auf die Masse von einem dunklen Materieteilchen. Hier in der Mitte ist ungefähr das Gewicht eines Wasserstoffatoms. Und auf der anderen Achse tragen wir auf, was der Physiker den Wechselwirkungsquerschnitt nennt, also wie oft die Teilchen wechselwirken würden. Und jedes Experiment macht in dieser Landschaft von möglichen dunklen Materieteilchen so eine Linie. Die roten Linien, die sind früher oder später von unserem Experiment gemacht worden. Und die rote Linie sagt, wenn das dunkle Materieteilchen von dieser Masse so stark wechselgewirkt hätte, hätte ich es gesehen. Aber ich habe es nicht gesehen. Das heißt, wir können sagen, alle Bereiche oberhalb von diesen Kurven, die sind erforscht und ausgeschlossen. Das heißt, wenn wir das als Landkarte betrachten, dann liegt hier oben der erforschte Bereich und da unten die Terra Incognita, wo möglicherweise die dunkle Materie haust und wo wir hineinforschen wollen mit immer empfindlicheren Detektoren. So, damit komme ich zu meiner Zusammenfassung. Die dunkle Materie ist da draußen. Die Astronomen haben sehr viele Beobachtungen gemacht. Hier drinnen ist die dunkle Materie auch, deswegen können wir sie suchen. Wir haben einige Ideen herauszufinden, was es ist und wie man das anstellen kann. Und bisher gibt es noch keine eindeutigen Ergebnisse, aber wir bleiben dran mit unserer Suche. Vielen Dank.